Mahlzeit, das hier ist Geldern, Sitz der orkischen Schamanen in Myrtana. Mach dir keinen Ärger, du musst weiter. Die Jungs haben scheinbar kein Problem damit, wenn ich einfach reinspaziere und darum werde ich genau das tun. Cool, hier werde ich direkt mit dem Anblick zweier gehängter Milizsoldaten begrüßt. Das bedauere ich sehr, aber es ist inzwischen kein allzu ungewöhnlicher Anblick mehr im Lande Myrtana. Ich will keinen Ärger haben. Tja, dann stehen wir nicht so blöd im Weg rum. Was willst du, Mora? Auch hier mal wieder eine Stadt, in der es eine Menge grantige Orks gibt. Ich bin mir sicher, du hast noch und auch ein Veteran, ne? Herzlich willkommen in Geldern. Aber, weil es ja immer ganz gut tut, an fremden Orten irgendwelche Leute zu kennen, mache ich mir erstmal auf die Suche nach Leuten, die ich kenne. Leute wie Laris, alter Gauner, da steht er. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Er hat auch endlich wieder die alte Banditenrüstung an. Und ja, sein Face. Es ist nicht so grandios nachgemacht wie das von Diego und Taurus und so weiter, aber es ist auf jeden Fall wieder eine, ja, es wurde wieder versucht, das Original abzubilden und nicht wie im echten Gothic 3, wo einfach Laris ein Typ mit Glatze war, der nichts mit dem Original gemein hatte. Na endlich bewegst du auch mal deinen Arsch hierher. Tja. Hier steckst du also, Laris, wieder auf der Lauer nach fetter Beute? Tja, ein Dieb kann seine alten Gewohnheiten eben nicht so leicht ablegen. Ich habe da eine große Sache am Haken. Ich wette, das wird dich auch interessieren. Ja. Okay. Wo gibt's hier was zu holen? Ich habe einen Job von einem reichen Assassinenhändler angenommen. Er sagt, dass die Schamanen im Tempel 6 sehr wertvolle Goldteller aufgestellt haben. Die will er haben und ist bereit, eine verfluchte Menge Gold dafür abzudrücken. Da sehen wir schon ein gewisses Konfliktpotenzial, was Wack beim letzten Mal auch angedeutet hat zwischen Orks und Assassinen. Dass nämlich die Goldgier der Assassinen vielleicht dazu führt, dass die an die Schätze der Orks rankommen wollen. Ja, hier versucht man jetzt irgendwie so hinzubinden, warum man ihn am Anfang des Spiels nicht getroffen hat. Hinzubinden, habe ich gerade gesagt. Hinzubiegen, meine ich natürlich. Du bist ziemlich schnell verschwunden, nachdem wir mit dem Schiff hier angekommen sind. Ich habe nur die angreifenden Piraten vom Deck der Esmeralda aus gesehen und habe mich gleich verdrückt. Die offene Schlacht gegen Piraten ist mehr dein Ding. Ich halte mich lieber im Hintergrund, wie du weißt. Ja, ich weiß. Wer ist dieser Händler, für den du arbeitest? Ein reicher Assassin aus der Wüste. Uninteressanter Kerl. Aber er hat Gold. Verstehe. Also doch interessant. Kannst du meine Diebesfertigkeiten auffrischen? Klar, kann ich. Das weißt du doch. Ja klar, bei Laris Diebessachen zu lernen ist auch schön gut, aber wie schon beim letzten Mal gesagt, ich will es eigentlich bei Diego lernen, weil ich den Sprecher so legendär finde und mir ein Abgrinsen will, während er mir Sachen beibringt. Trotzdem schau mal, ich glaube, Laris kann einem sogar die allerkrassesten Diebesskills beibringen. Wie viel bringen dir die Goldteller der Schamanen? Einen riesen Batzen Gold. Da ist genug für uns beide drin, mein Freund. Ich komme in den verdammten Tempel nicht rein. Aber ich weiß, dass du irgendwie alles bewerkstelligen kannst. Bring mir die 6 Goldteller und ich gebe dir dafür einen Haufen Goldmünzen. Ja. Wie hört sich das an? Ja, nach einer rentablen Angelegenheit, natürlich werde ich das machen. Hä? Gruppenhypnose erhalten. Alles klar. Warum habe ich das jetzt erhalten? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war hier eigentlich noch ein Dialog getriggert worden wäre im Questpaket oder im in der Content, der jetzt hier nicht ausgelöst wurde, aber Gruppenhypnose, aha. Der Held versetzt mehrere Ziele um ihn herum in tiefen Schlaf und das ist auch ein verdammt nützlicher Zauber für diese Quest, denn da drin treiben sich jede Menge wachsamer Schamanen rum und die alle in Tiefschlaf zu versetzen, ist natürlich eine Sache, die sich anbietet. Na, Samuel? Sieh an! Ein neues Gesicht in meiner Stadt. Suchst du Arbeit? Deine Stadt? Bist du ja der Oberboss, also ich glaube weniger. Wer bist du? Ich bin der Anführer der Söldner in Geldern. Mein Name ist Samuel. Was gibt es in Geldern zu tun? Geldern ist die Stadt der Minen und Artefaktsammler. Wir Söldner sind dazu abgestellt worden, die umliegenden Minen zu erschließen und zu sichern. Und ich kann dir sagen, dass es sich für uns immer gelohnt hat. Wenn du ehrliche Arbeit nicht scheust, kannst du hier einen guten Schnitt machen. Ja, du, ich tu mal so. Ich will bei euch mitmachen. Das höre ich gerne. Dann pass mal gut auf.
Wenn du vom Nordtor von Geldern aus dem Weg folgst, findest du eine noch nicht erschlossene Höhle. Geh und sieh nach, ob es sich lohnt, eine Mine dort zu errichten. Am besten, du machst doch gleich das ganze Ungeziefer platt, das es dort gibt. Verstanden? Cool, das ist endlich mal ein geiler Auftrag, so der Sinn macht und der mich auch mit einer gewissen Verantwortung betraut. Würdest du... So, okay, ein weiterer Kampflehrer, ist gut zu wissen. Hat er Dietriche? Hat er Wasser? Nein. Ach schön, endlich mal wieder Lars in seiner alten Rüstung herumlatschen zu sehen. So lobe ich mir das. Schau mal so. So sah Lars im Original in Gothic 3 aus. Wie der Typ da. Hey du, was schleichst du hier rum? Hey Mora, warum so in etwa, du hier herum? Dass du fragen kannst. Guck mal, wie aufmerksam der auf einmal. Der sieht aus wie so ein Teddybär. Und das ist auch eher ein gemütlicher Zeitgenosse. Ja? Ja, leider habe ich immer noch keine Schlägel. War Zeit, dass ich mal welche. Guck mal hier. Brennholz. Warum lagert das da draußen im Regen? Mach hier keinen Ärger, klar. Du musst weiter. Was? Diese Tür ist rot. Das heißt, wenn ich die öffne, gibt es Stress. Das werde ich. Lieber mal bei einer Diebestour. Diebestour wird ja hier anstehen. Geldern ist ja die Stadt, in der es diese goldenen Kelche und so weiter abzusagen gibt. Also wartet ab. Ich will keinen Ärger haben. Jetzt brauche ich mir erstmal was zu entspannen. Gunrock. Ne, Gunrock. Hi. Schaust mich an wie ein erfahrener Krieger. Selten so einen starken Blick bei eurem schwachen Volk gesehen, Mora. Oh, dankeschön. Deine Worte schmeicheln mir. Waldläuferbogen. Der ist eine Menge wert. Den gibt es, glaube ich, auch noch von woanders. Langbogen. Genau, ich kann ja jetzt bessere Bögen verwenden. Schaden 95. Mein Bogen ist zwar von der Form her cooler, wie ich finde. Aber ich schaue einfach mal. Schaden 90. Der andere 95. Da fällt mir die Wahl nicht schwer. So, da verkaufe ich mal direkt den Kompositbogen. Den Knochenbogen, Assassinenbogen, raus mit dem ganzen Ramsch. Brauche ich nicht. Hier Ork-Zweihand Sachen, bis ich die mal verwenden kann, werden eh noch Dekaden vergehen. Feuerpfeile, sehr gut. Normale Pfeile nehme ich auch mal mit. Und dann nehme ich mir direkt den hier für 3200 mit. Der Bogen hat eine größere Länge als andere Bögen, wodurch Pfeile sehr weit geschossen werden können. Was eine geile Sache ist und was mich dazu erst recht anspornt, den direkt anzulegen. Zack, da kommen wir auf die 2. Wollen wir mal schauen, wie er aussieht. Weg mit der Waffe. Ja, er sieht relativ unspektakulär aus. Hast du mich gerade Feiger Morrer genannt? Ich liebe, wie bei der Schriftart das G wie so ein kugelrunder Kreis ist. Nur halt mit kleiner Unterbrechung drin. Was machst du hier? Ich jage Droiden mit meinem Suchttrupp im Auftrag unseres Anführers, Grog. Man sagte mir, dass es im Süden ein Lager von Waldläufern geben soll. Dort hat sich einer von ihnen versteckt. Ein besonders hartnäckiges Exemplar. Sein Name sei Thorn, heißt es. Ja, heißt es. Beim Rumsitzen wirst du den Droiden Thorn nicht erwischen. Sei nicht so frech. Selbst wenn du ein Kämpfer bist, ich verspreche dir, dass du dich nicht mit mir messen willst. Also sei vorsichtig. Ich glaube schon, dass ich mich mit dir messen will. Ich erledige den Druidentorn für dich. Ha, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Quest machen will. Ich mag die Druiden, ja. Gab es nicht auch irgendeine Quest, wo man sich mit dem kloppen konnte? Ich dachte, da war irgendwas. Jetzt hätte ich gerade Bock, mich mit jemandem zu kloppen. So, das ist Brix, die linke Hand von Samuel. Aber, boah, es hat diese Armbrust hinten drauf. Die sehen einfach so mächtig aus. So, ne? Jaret. Willkommen in Geldern, Fremder. Was kann ich für dich tun? Schau mal. Du bist Händler? Richtig. Ich handle hauptsächlich mit Artefakten. Also wenn du welche findest, bringe sie mir. Verstehe. Was weißt du über Artefakte in der Stadt? In der Festung auf der Südseite der Stadt ist ein Lager, in dem wertvolle Stücke aufbewahrt werden. Es heißt, dass sie dort den Helm des allerersten Paladins lagern.
Den hätte ich gerne. Damit könnte man ein Riesengeschäft machen. Will ich aber selber anziehen. Welche Artefakte interessieren dich besonders? Man sagt, dass hier in Geldern die 7 alten Ringe der Alchemisten versteckt sind. Die Dinger sind mehr als 3000 Goldmünzen wert auf dem Schwarzmarkt. Die 7 Ringe der Alchemisten hätte ich schon gern in meinem Besitz. Boah, also hier lohnt sich Klauen ja mal ultimativ. Du redest wie einer, der das Diebeshandwerk versteht. Ich kenne viele Diebe. Das bringt der Artefakthandel so mit sich. Ich selbst bin allerdings nicht so bewandert in diesen Dingen. Aber ich hörte, dass Laris, einer der größten Diebe Myrtanas, in der Stadt sein soll. Bei dem war ich. Ich kenne Laris. Ich könnte ihn dir vorstellen. Würdest du das tun? Mensch, das wäre mir glatt 1000 Goldmünzen wert. Ich sehe, was ich tun kann. So, hat er bestimmt auch ein paar richtig wertvolle Sachen im Angebot, oder? Goldener Ring, ja. Ja gut, ein goldener Ring ist eine wertvolle Sache, ja. Spitzhacken, sehr gut. Weltkarte hier, ansonsten eher so der Standardramsch. Aber auch Standardramsch wie Dietriche. Kann ich ja was mit anfangen. Der Artefakthändler Jared würde sich ein Bein ausreißen, nur um dich mal kennenzulernen. Ich habe schon von Jared gehört. Er macht gute Preise. Ich denke, ich sollte ihn mal besuchen. Mach das. Ja, okay. Ruf in Geldern plus 2. Ja, das sind meine ersten 2 Rufpunkte dafür, dass ich eine Verbindung zustande bringe, die dafür sorgt, dass die Stadt leer geklaut wird. So macht man das. So, Marius, ne? Verdammt nochmal. Geht es etwa wieder nicht schnell genug? Wann kapiert ihr Idioten es endlich? Ich brauche meine Zeit, um die ganze Truppe hier zu versorgen. So witzig. Der ist einer der geilsten Stimmen, einer der geilsten Sprecher in Gothic 3. Der gurgelt das alles. Du bist ein Feuermagier. Das war ich mal. Jetzt bin ich der Koch für das gefräßige Söldnerpack. Jetzt sag bloß noch, du gehörst auch zu dem Verein. Nicht so richtig. Ich sehe, du trägst immer noch deine Robe. Ja, in der Hoffnung, dass dieser Albtraum bald vorbei ist und wir Menschen wieder frei sind. Ja, solche Worte sind für mich natürlich schon Motivation, für die Rebellen zu kämpfen. Schauen wir mal. Kannst du mir trotzdem die Kunst der Magie beibringen, obwohl du jetzt nur noch kochst? Na schön, ich werd's versuchen. Okay, Ein Feuermagier sollte nicht fluchen. Mir sind die guten Manieren vergangen. Alles, was ich will, ist meine Ruhe. Verdammt nochmal. Okay. Mit deiner Einstellung kommst du hier in der Stadt nicht weit. Richtiger Klugscheißer. Was gibt es Schlimmeres, als hier Koch zu sein? Den Tod? Ich fürchte nicht den Tod. Ich werde kämpfen, wenn es soweit ist. Und es gibt hier viele in Geldern, die das so sehen wie ich. Glaube mir. Coole Robe. Das ist, glaube ich, die Feuermagier-Robe aus Gothic 1. So, Wo sind die anderen Feuermagier? Sie sind auf der Suche nach den 12 Feuerkelchen der alten Magie in dem großen Kloster in Nordmar. Sie hoffen damit, den Paladinen ihre magischen Fähigkeiten wiederzugeben. Diese Kelche müssen gefunden werden. Das Kloster braucht jeden einzelnen davon. Hörst du? Klar höre ich. Erzähl mir mehr über die Söldner. Die Söldner arbeiten für Gold. Gold von den Orks oder Gold von den Menschen. Das ist ihnen gleich. Das ist auch schon alles, was man über diese korrupten Typen wissen muss. Einer von ihnen hat sogar seine eigenen Leute getötet. Für Gold. Wer? Welcher Söldner tötet hier seine eigenen Leute? Sein Name ist Ivan. Er hatte immer schon eine große Interesse den Orks gegenüber. Er ist eher ein gottloser Bandit als ein Söldner. Momentan bewacht Ivan mit seinen Jungs eine Mine im Norden von Geldern. Was muss ich tun, damit du die Menschen dazu bringst, gegen die Orks zu kämpfen? Ich muss wissen, ob die Schamanen einen der Feuerkelche in ihrem Tempel verbergen. Ich denke nicht, dass es so ist. Jedoch bereitet es mir trotzdem schlaflose Nächte. Rede mit Grog, dem obersten Schamanen, und vergewissere dich, dass sie keinen Feuerkelch haben. Erst dann werde ich dir helfen, die Menschen zur Revolte zu bewegen. Hä, mir helfen? Du hilfst damit in erster Linie dir selbst. Wo finde ich die Feuerkelche? Meine Studien der Geschichte von Geldern ergaben Aufschlüsse darüber. Demnach scheint es sicher, dass einer der Kelche in der Mine hier in Geldern zu finden ist. Ein weiterer, allerdings recht unsicherer Hinweis weist auf den Tempel von Geldern. Verstehe. Ja, das tue ich in der Tat. So, schau mal.
Kann der mir auch schnell das Lernen beibringen? Stirbkampf? Nee, aber krass ist echt dieser Sebastian der Einzige, der mir schnell das Lernen beibringen kann? Das hätte ich nicht gedacht. So, cool. Oh, Alter, ja, und hier liegt direkt ein Ring, wie jeder sieht. Ja, das ist einer der alten, es sieht so aus wie ein Amulett vom Mesh, aber es soll ein Ring sein. Das ist einer der 7 Alchemistenringe, die in dieser Stadt zu finden sind. Und die Quest werde ich mir natürlich auch bald zu Gemüte führen. Habe ich ja schon. Die Quest selbst habe ich mir schon zu Gemüte geführt. Ich werde sie ausführen. Okay, cool. Also hier wird jetzt... Hier steht was über Alchemie. Altes Wissen im Eiltempo auf mich einballern, so viele Buchständer wie er sind. Hier steht was über Alchemie. Ja, ja. Wie viel altes Wissen habe ich jetzt? Immer noch 83. Das waren alles Alchemie-Buchständer. Na gut. Grimboll ist er ja auch, der Meister der Trankbraukunst. Der Trankbraukunst. Ich brauche Schwefel. 5 Stück. Ach was. Verarsch mich nicht, Mora. Bring mir Schwefel, sonst mache ich dir Beine. Aber lass dir nicht einfallen, die unbehandelten Schwefelbrocken anzuschleppen, klar? So geiler Dialog. Die Schamanrobe hier finde ich ziemlich cool. Mit dem Weiß und dem Gold hier wie so ein weißer Priester. Das hat was Erleuchtetes. So, Herr, sag bloß, ich habe keine Schwefelbrocken dabei. Habe ich nicht? Schleich hier nicht so rum, Mora! Okay. Ja gut, schade, Mann. Ich bedauere das. Was kann ich denn hier im Topf machen? Irgendwas Leckeres? Dazu fehlen mir die Zutaten. Ja, ich wüsste gerne mal, was mir fehlt, aber irgendwas fehlt mir schon. Mal so ein bisschen Ragout. Legen wir mal auf die 6. Dann habe ich da auch immer ein bisschen plus 20 Lebensenergie. Ja, ganz nett. Genauso viel wie gebratenes Fleisch. Kann man mal machen. Oh, aber ganz echt, das Bild sieht total lecker aus. Wenn man das in der Schüssel drin sieht. Das sieht einfach lecker aus. So, das bedeutet, ja, hier bin ich jetzt eigentlich fertig in Geld. Und tschüss, ich gehe. Nein, Quatsch. Es liegt natürlich noch eine Menge vor mir. Oh, cool. Ich sehe zum ersten Mal diesen Brennholzständer aus Ästen. Wieder reingeklemmt wurden. Jedes Mal nochmal neue Details, die mir ins Auge fallen. Bricks, mit dem habe ich ja schon... Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Der sieht sehr cool aus in dieser Rüstung, wie er da steht. Muss ich schon mal anmerken. Samus rechte Hand und Samus linke Hand. Okay. Du schleichst herum wie ein Dieb. Ja, das ist sehr klug bemerkt. Das ist eine sehr coole Schmiede. Ich mag ihre Weitläufigkeit und wie gemütlich dieses Dach sich über den Arbeitsbereich spannt. Was guckt er denn so blöde? Ich lobe eure Architektur und dann begafft er mich auch noch blöd? Na gut. Oh, eine Arena, sehr gut. Du bist ein stolzer, starker Kämpfer, Fremder. Bist du auch gekommen, um Ruhm und Ehre in der Arena zu erlangen? Logo. Warum kämpfst du in der Arena? Viele Menschen machen es, um bei Orks Ansehen zu erlangen. Nun, es verbessert in jedem Fall die Lebensumstände, wenn du verstehst, was ich meine. Ich will endlich diesen Helm mit diesem gräulichen Braun. Wo krieg ich den her, Mann? Wie oft noch? So, Gemak. Ziemlich beschämend für eine Handvoll Ramsch zu kämpfen. Was meinst du mit Ramsch? In dieser Arena kämpfst du nur um Artefakte, Mora. Nichts Ehrenvolles, nur alter Kram aus längst vergessenen Zeiten. Nichts Ehrenvolles, wenn du mich fragst. Hä, kämpf doch einfach um deine eigene Ehre. Dann brauchst keinen scheiß Gegenstand. Warum kämpfst du nicht in einer anderen Arena? Sei nicht so vorlaut, Mora. Wenn ich könnte, dann wäre ich schon lange weg. Wie könnten wir deine Ehre wieder aufpolieren? Ich habe von einem Gottlosen gehört, der sich an einer unserer Minen vergriffen hat. Ein abtrünniger Söldner namens Ivan. Tod allen Verrätern! Ja, genau. Hier Ivan haben wir auch schon, jemand anders hat auch schon erzählt, der Magier. Kulak. Ich will sie in der Arena. Du siehst kräftig aus, Mora. Wie wär's mit einem kleinen Kämpfchen in meiner Arena? Spruch. Ja, okay, los geht's. Lass mich in der Arena kämpfen. Gut, dann steig in die Arena.
Dimitar wird dein Gegner sein. Schau mal hier, das ist das Sklavenviertel hier, aber auch cool gemacht. Geldern ist auch so eine Stadt, wo das Feeling so, dass es verschiedene Viertel gibt und so richtig gut aufkommt. Okay, los geht's. Komm her! Mistvieh. Ja, er hat denselben Schild wie ich. Das ist eigentlich ein... Wir haben denselben Helm, denselben Schild. Wir haben beide ein einhändiges Schwert. Also es ist ein relativ ebenbürtiger Kampf eigentlich, ja. Auch wenn ich seinen Schlägen gerade unentwegt ausweiche. Ja, meinen aber nicht. Wie der Sound unmissverständlich demonstriert. So, ich muss in dem Moment, in dem er... Ja, es ist nicht so einfach. Ja, so die Piekser zu machen... Ist nicht einfach bei jemandem, der ein Schild hat, wie er gerade bei mir auch selber merkt. Ja? Kann er knicken, Mann. Wie oft willst du es noch versuchen? Ja. Das gleiche denkt auch von mir. Wie oft will ich es noch versuchen? Komm, dann nimm einfach die einfache Variante. Ach, Mann. Ich will pieksen. Das macht Bock. Na komm, zack, zack, zack. So, und jetzt einen Spaß. Todesstich spare ich mir mal. Da ist nichts mehr zu holen. So, wo ist dein Schild? Habe ich ihn schon? Na gut, erhebe dich. Steckt mit Kopf in der Palisade drin. Lalalala. Zumindest ist wieder eine Arena mit Abgrenzung, nicht so eine billige. Na, richtig, ne? Irgendwelche Worte noch? Nö. Die Schmach wirst du nicht geben, mir noch. Winselnd. Deine Niederlage einzugestehen. Bündel, sehr gut. So, wo ist jetzt der? Da ist er. Auf seinem Thron. Ich glaub, ist eine schwere Truhe? Ne, eine große. Gut gekämpft, Morra. Und dankeschön. Ich will einen guten Kämpfer. Sehr gut. Steindorf. Grimberg wird dich in der Arena erwarten. Kämpft. Kämpft. Alles klar. Das war eine Steintafel, die ich erhalten habe. Das ist sehr gut. Jetzt kann ich auch auf dem Wege... Jetzt weiß ich nämlich sicher, dass ich eine habe. Also kann ich auf dem Wege auch rausfinden, wo die sind. Nachricht, Landgang. Ich glaube, ich übersehe die einfach die ganze Zeit hardcore. Ja, bei magischen Gegenständen natürlich. Altes Wissen plus 5. Hier steht etwas über die alte Magie. Cool, 88, fehlen nur noch 12, dann kann ich schnelles Lernen lernen. Und die kriege ich auch noch voll, wenn ich hier ganze Bücher lese. Sehr jetzt gut. Kannst du zeigen, was du wert bist. Er hat kein Schild, das ist grandios, weil das erlaubt mir endlich wieder Folgendes zu machen. Peaks. Haha, so macht das Kampfsystem einfach am meisten Spaß, finde ich, ja. Natürlich sollte man dann G-Mark schon anvisiert haben, ne? So, wollen wir mal sehen. Zack, ob es mir ein... Ich denke, den Rest wird das Gift erledigen, oder? Ja, ich bin überzeugt, dass dem so ist. Ja. Sehr gut. Da ist nichts zu holen. Dann halt nicht. Erstmal Pause machen. Ja, eben. Geh jetzt besser. Hä, was? Ich will keinen Ärger haben. Ich dachte gerade, es wäre ein Typ, aber ne. Eifriger Sklave. Besonders eifriger Sklave, ja? So, jetzt komm, war nicht so gemeint. Steh auf. Meinst du? Oh, ich habe sein Schwert gar nicht genommen. Lass uns Ivan aufmischen. Genau, das kann man machen. Aber mache ich noch nicht jetzt. Jetzt will ich erstmal noch im Ruhm weiter aufsteigen. Das war nicht schlecht. Du kämpfst gut, Morra. Ist auch ein cooler Synchronsprecher. Aber Kurek ist immer noch Champion. Vergiss das nicht. Wer ist dein bester Mann? Kurek ist ungeschlagener Meister in Geldern, Morra. Ja, dann los geht's. Ich will Kurek. Na schön. Ich habe dich gewarnt. Ab mit euch in die Arena. Erstmal noch ein Fleischwanzendragout. Und verwitterte Steintafel will ich jetzt auch mal kurz schauen, was damit auf sich hat. Hä, wie ist das eigentlich? Er nimmt das Ding mit zwei Händen. Wenn ich es im Laufen esse, dann auch, hä? Einige Dinge werden sich so, verwitterte Steintafel. Oh, altes Wissen plus über die alte 10. Okay.
Wisst ihr was? Ich kann jetzt bereits schnell das Lernen lernen. Also werde ich das auch so schnell wie möglich lernen. Ich kann es jetzt lernen, weil wegen Lernpunkten und so geht. So. Wollen wir doch mal sehen. Jetzt kannst du zeigen, was du wert bist, Mora. Mach ich. Oh, es ist so nützlich, das Schild zu haben. Den Schild. Zack, voll daneben. Das hat gesessen! Ja, der Typ im Hintergrund, der hat's erfasst. So, zack. Das hat gesessen! Einmal noch. Doch, da hast du halt nicht auf mich gewettet, ja. So. Blöd gelaufen, ruf ihn gerne um plus 6. So, jetzt würde ich mal sagen, lockt dir eine Belohnung, oder? Du bist ein verdammt guter Kämpfer. Willst du nicht für mich arbeiten? Doch. Ich soll für dich arbeiten? Ring. Ich würde es ja selbst erledigen, aber es ist eine etwas heikle Angelegenheit. Mirzo, dieser eingebildete Mistkerl von einem Assassinen, verhüllt mich schon seit Tagen. Jedes Mal, wenn er eine größere Lieferung bekommt, lagert er seinen Unrat direkt vor meiner Arena. Das macht er nur, um mich zu ärgern. Ich würde ihm zu gerne mal einen Denkzettel verpassen. Warum regelst du das nicht selbst? Oder seid ihr Orks etwa nicht die Herren der Stadt? Seit wir Orks den Bund mit dem Wüstenvolk eingegangen sind, hat sich einiges verändert. Ich kann nicht einfach hingehen und dem Assassinen die Fresse polieren. Komm schon, Ragfahrer. Du bist ein Morra. Bei dir ist das was anderes. Puh, okay. Ich kümmere mich drum. Gut, aber töte ihn nicht. Sonst hast du mehr Ärger am Hals, als du dir leisten kannst. Ja, dann geht wahrscheinlich der Typ hier selber auch auf mich los. Okay, Mirzo. Schon gut, Morra. Das ist der bessere von uns beiden. Bist du jetzt zufrieden? Ja, Mann. Und jetzt geh. Ich habe ihm seine Ehre genommen. Die Schmach haftet ihm von jetzt an an. So, das sieht aus, als würde hier ein Assassine leben. Da ist er auch. Mirzo. Und das ist hier. Was willst du? Oh, Oskorin ist der Typ, ne? Willkommen in meinem bescheidenen Geschäft, Sohn des Mutes. Suchst du Waren aus der fernen Wüste oder bist du auf der Suche nach seltenen Artefakten? Bei mir wirst du fündig. Der Bart von dem sieht so lustig aus. Der sieht aus wie Eckhart von Werner. Du verkaufst Artefakte? Welch merkwürdige Frage, Sohn des Mutes. Weißt du denn nicht, wo du hier bist? Das ist Geldern, das Sammelbecken für alle Artefaktjäger des Landes. In keinem Teil Myrtanas gibt es mehr Artefakthändler und Suchende als hier. Woher bekommst du deine Artefakte? Ich bitte dich, mein Freund. Was für ein Geschäftsmann wäre ich, würde ich dir meine Quelle preisgeben. Es wäre besser, wenn du dich um deine eigenen Angelegenheiten kümmerst, Sohn des Mutes. Was an den Assassinen finde ich cool, dass die hier so ein Dolch drin stecken haben. Wäre cool, wenn es auch... Ich habe alles, was du willst, Sohn des Mutes. Wenn es ein Skill gäbe, den irgendwie zu verwenden, ne? Amulette, Geschossabwehr, Ausdauer, Energie, Stärke, etc. Okay. Ich hau dir jetzt im Namen von Agenak ein paar aufs Maul. Du bist ja mutig. Na schön, dann zeig mal, woraus du gemacht bist. Du bist keine Herausforderung für mich. Okay. Er nimmt den Kampf ehrenhaft an. Immer feste drauf! Der Typ aus Korinus sieht's gern. Sehr gut. Und ironischerweise ist es ein Assassinenschwert, mit dem ich den besiege. Teleportstein, ja, sehr gut. Boah, es gibt hier so viel abzusahnen in den Geldern. Danach bin ich Bonze. Schwerwiegender Bonze. So, ich mach's mir so lange mal hier ein bisschen bequem. Da lecker Tee, Schnaps, warmes prasselndes Feuer im Ofen. Echt gemütlich hier, muss ich schon sagen. Nichts zu holen. Das Einzige, was noch fehlt, dort oben sollten die Kerzen angezündet werden. Im Kronleuchter, dann wär's ja doch nicht richtig. Den nächsten Kampf gewinne ich. Meinst du? Ja, okay. Ja, und jetzt? Ja. Hast du nichts mehr zu sagen, oder was? Na gut, dann schauen wir mal, was im Oberstübchen so Sache... Alter, was im Oberstübchen so Sache ist. Verdammt, was ist los? Das frag ich dich. Hast du nichts zu tun?
Okay, das ist keine besondere Bude. Ich verwechsel die Bude. Es gibt hier eine andere. Dann werden wir gleich noch sehen. So, jetzt aber. Was passiert, wenn ich das sag? Laufen wir dann sofort los, oder? Du hast mich ehrenvoll besiegt. Wir werden zusammen kämpfen. Der gottlose Söldner Ivan ist irgendwo im Norden von Gelder. Komm mit, ich zeig's. Ja, nee. Ja, jetzt sofort, oder was? Nee, nicht jetzt. Ich wollte nur mal ausprobieren, ob er sofort losrennt. Tut er. Und in dem Fall, Schneefall, renne ich nicht hinterher. Schneefall stimmt übrigens. Ich schaue aus dem Fenster, alles schneeweiß. Schneemann-Video auf meinem Outdoor-Kanal habt ihr hoffentlich alle gesehen. Wenn nicht, zieht's euch rein. Heute Nacht hat Sturmtief Sabine mal wieder ordentlich getobt. Und wie ich da im Sturm unterwegs bin, dafür findet ihr auch ein Video auf meinem Outdoor-Kanal. Zieht euch gerne rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die diesen Kanal auf Patreon unterstützen. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen und ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.